zum Spazieren gehen, genügt das Sonnenlicht. Doch um die Stadt Berlin zu sehen, genügt die Sonne nicht. Das ist kein lauschiges Plätzchen, das ist ne ziemliche Stadt. Damit man da alles gut sehen kann, da braucht man schon einige Licht, damit man sehen kann, ob was da ist. Komm, mach mal Licht und rede nun mal nicht. Komm, mach mal Licht, dann wollen wir doch auch mal sehen, ob das ne Sache ist, Berlin im Licht. Komm, mach mal Licht, damit man sehen kann, ob was da ist. Komm, mach mal Licht und rede nun mal nicht. Komm, mach mal Licht, dann wollen wir doch auch mal sehen, ob das ne Sache ist, Berlin im Licht.
gefallen sie mir, wenn sie du zu mir sagen, würde ich denken, ich gefalle verschieden sein, je nach der Gelegenheit. Aber wie ist es mit der Fische?
Muttergottes Puffenmendeley. Sieben Bretter an der grünen See. Gott, was ist das für ein Etablissement? Da stehen ja schon 15 die Bretterwand entlang. In der Hand die Uhr mit Hohe. Gibt es nur ein Menschenmendeley? Menschen sind das Schönste auf der Welt. Und sie sind zum Teufel wert ihr Geld. Und es wäre alles auf der Welt in Ordnung, wenn der Mensch da drinnen nicht so langsam wäre. Nimm den Ball, ich schieß mal in das Türchen. Denn der Mensch da drinnen hinter dem Verkehr. Hasha Johnny, hey, Hasha Johnny, hey. Stimmt denn alles so von Berlin? Jetzt stehen keine fünf mehr die Bretterwand entlang. Jetzt gibt's keine Uhr, kein Hohe. Und kein Mensch mehr ist in Mendeley. Damals gab's noch Menschen auf der Welt. Und die waren eben wert ihr Geld. Es ist eben nichts mehr auf der Welt in Ordnung. Und ein Puff wie diesen gibt es halt nicht mehr. Keine Bräunung mehr und auch kein Türchen. Und kein Mensch ist Rasha Johnny, hey! Stimmt denn an der Zaun von Mendeley? Liebe, die
Thank you.
outside the opening to this curtain. What is the matter with you, honey? I mean, really, why do you... Oh. Good evening, ladies and gentlemen, radio lovers, friends of the airwaves. Station WHY welcomes you to the Nancy Waterfront Wednesday show. And it's a special day for broadcasting today. We have a direct connection to Germany. So I just want to say hi, hi to all you Germans out there. Guten Abend, Deutschland. Herzlich willkommen zu der Nancy Wasserfreundschaft. Charlie, what was that? Oh, a translation. Isn't technology wonderful? We also have an extra special treat for you housewives out there. Before we come to our usual household hints and recipes, tuna noodle casserole tonight, ladies. Before wir zum Rezept des Tages kommen, heute Thunfischnudelauflauf, we have a radio first. A day in the life of a particularly private person who is also a public personality. Miss Liza Elliott, who, as you all must know, has just been nominated Woman of the Year. Heute ein Tag aus dem Leben von Frau Liza Elliott, die gerade zu Frau des Jahres gewählt wurde. We follow Miss Elliott through her day, take a death-defying ride through fashionable Manhattan, including, of course, at the end, Housewives, as a grand climax, an interview with guess who? That's right, me, your host, is Nancy Waterfront. Wir fahren mit Frau Elliott durch das elegante New York und anschließend, Sie werden es kaum glauben, ein Interview mit mir. Hey, are you turkeys gonna warm up or something? This is international, for heavens. A lady is trying to make a living up here. Come on, give me an A. Die Deutschen können mir ein A geben. Sorry. Well, that was very attractive. Thank you very much. We bring you all the intimate details of Miss Elliott's life never glimpsed by the public eye. We go through the window, behind the door, and under the bed of this up-and-coming celebrity and role model. Wir folgen dem Alltag von Frau Elliott. And to top it all off, we have the honor to bring live into your living rooms via radio a photo opportunity with Miss Elliott and the President of the United States. So keep your Valium handy, housewives. Wir übertragen einen Fotoempfang beim Präsidenten der Vereinigten Staaten. Halten Sie Ihr Valium bereit. The suspense is mounting. The time has come. We now take you live from our humble studio to the tastefully landscaped roof garden of the lavish penthouse suite of the Woman of the Year. Die Spannung steigt. Wir schalten um auf die Dachterrasse von Frau Elliott. Are you ready, sweetie pies? Oh, merveilleux. Wunderbar. Goody, goody. Maestro, take it away. Charlie, I keep hearing this German voice in my right ear. This cannot be. Wait, how do I get out of it? Oh, my God. Oh, my God. May not even
Come to see Miss Elliot. Now, now, why, it is your dazzling charm that we can't do without. Well, you might show a little enthusiasm. Peaches green with nuts on the side.
Fiosco, Akimeko, Salopia, Prokopia, Pioki, Kordeschenko, Sibling, the Wiener, Boy, the Unger, Kotieti, there's Metabolikin, and Zolotar, and Ekoshinsky, and Sokolov, and Kopolov, and Kelsley, and Klanovsky, and Shostakovich, Boro, Denglier, and Novakovsky, there's Leonov, and Karganov, Mikhailovich, Pachenko, and Darkinsky, Chevachevskaya, and Basilenko, the Vizier, and Sikorsikov, and Sarkio, and Gretchaninov, Glazunov, and Caesar, Sweet, and Lindy, Kokwaskoninov, Stravinsky, and Gretchaninov, Krasinski, and Rachmaninov. I really have to stop the subject, has been well done, but enough, Stravinsky, Gretchaninov. Revolution, known to us housewives as the DAR, of course, and at the same time to be nominated Woman of the Year. Don't you think that's spreading yourself a bit thin? I'm so happy. Just tuned in. This is your roving reporter, Nancy Waterfront, bringing you a homemade interview with the Woman of the Year, Miss Liza Elliott. Thank you very Miss Elliott, much. I love you. Miss Elliott! Yes. How do you regard the cultural platform in the upcoming election? It's absolutely wonderful. Do you have a word of encouragement for the housewives of America? They're absolutely wonderful.
seek your precious plants, given reflections of the Taj Mahal. I'd pine forever, love, and the thought of losing you at all. How to live the high life.
Miss Elliot. Time to go. Oh, for heaven's sakes. Great pleasure and an honor to present the newly nominated Woman of the Year, a toast to Miss Liza Elliott. Exhausting ride from Texas. Our president has finally arrived to receive the Woman of the Year. He is now walking towards Miss Elliott. Her heart must be pounding as he approaches her.